Ja, hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Craft the World. Letztes Mal, da haben wir hier diese Spinnen ausgerottet. Wo sind sie? Da. Ja, genau, jetzt ist hier gerade alles duster. Da hatte ich mich gerade so ein bisschen gewundert gehabt. Ja, und wir wollen ja heute noch ein bisschen weiterbauen. Ja, da kommt erstmal wieder die ganzen Viecher. Die versuchen da zuzuschlagen, aber es nicht schaffen. Richtig gut. So ein Opfer. Oh Mann, ey. Guck mal, jetzt haben wir schon 12 Zwerge. Das ist richtig gut. Hatten wir zwar schon letzte Folge, aber ich weiß nicht, finde ich immer noch gut. So, dort muss nämlich noch eine Fackel hin. Ich mache einfach hier unten auch nochmal 2 Fackeln hin. So. So und so. Dann geht das schon. Ich finde, das ist richtig cool gemacht hier mit dem, dass man da so reingucken kann. Oh, ein weiterer Zwerg. Achso, stimmt, der eine ist ja gestorben. In der letzten Folge. So, das ist ein Holzfäller. Ja, dann kriegt er auch eine Axt. Gut. Perfekt. Wollen wir es diese Folge nochmal versuchen? Wir packen da einfach mal die ganzen Münzen drauf, würde ich sagen. Mal gucken, was denn passiert. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt habe ich da 9 Münzen draufgepackt, die eigentlich relativ wertvoll sind. Mal hier diese ganzen Graben. So, das kann erstmal alles weggemacht werden von diesen Viechern, die hier rumgelaufen sind. So, haben wir die denn noch alle drauf liegen? Ja. Ja, WTF, wie viel Text denn noch? Holy shit. So, ja, ich brauche keine Gottheit. Ich bin mein eigener Herr. So, das können die hier nochmal schön ersetzen. Oh, der Zwerg versucht irgendwie einen Weg zu finden. Berechne, berechne den Weg, berechne den Weg, berechne den Weg, berechne den Weg. Okay, jetzt hat er gerade einen Weg gefunden. Jetzt geht er dahin. Berechnen Weg, berechnen Weg. Nee, doch nicht. Hab schon gedacht. So, aber wir haben ja eigentlich relativ viel Holz. Können wir ja nochmal so weiter craften hier. Das haben wir ja noch gar nicht gecraftet, ne? Genau. Hier, da können wir mal die Knochen verwenden. Die man sowieso eigentlich nie braucht. So, dann haben wir das. Ja, komm, das packe ich jetzt dahin. Mal so ein kleines Schildchen nur. Ich habe gerade so ein großes. Da. Da passt es perfekt hin. Das ist die Todeszone. So, ja, genau. Fisch kann ich hier nochmal ein bisschen machen. Oh, kann ich jetzt relativ viel sogar machen. So, da brauche ich das, da brauche ich das, da brauche ich das und dann brauche ich Kohle. Wow, das bringt richtig wenig hier nur. Ich muss ja doch noch ein paar Angeln mehr machen. Und halt davon nochmal. Das ist nicht so gut. So, das hier machen wir jetzt einmal das Luxusbett.
wird gecraftet. So, was haben wir hier noch? Ein Tisch. Einen großen Tisch. Den machen wir natürlich auch noch. Der ist relativ easy gemacht. So, dann haben wir den auch. Einen Stuhl, den müssen wir auch noch machen. Den haben wir irgendwie vergessen. Wie kommt das nur? So, den haben wir auch. Was haben wir denn hier noch Schönes? So, dann haben wir noch so ein Regal. Das machen wir auch noch mal. Achso, vorher hätte ich gerade gedacht, hä, warum ist da so ein Symbol aufgetaucht? Aber ich konnte da schon einfach einen Stuhl machen. Das war einfach das gleiche Crafting-Rezept im Grunde genommen. So, dann haben wir noch mal ein... Na, das wollte ich nicht, das wollte ich. Ein Sessel. Da mache ich gleich zwei von, komm, weil ich es kann. Topfpflanze. Jo. Das können wir auch machen. Wo ist der Topf? Da ist der Topf. Bam. So, was haben wir noch? Irgend so ein Fenster. So, was haben wir noch? Noch so ein Fenster. Ah! Wo ist denn hier Glas? Ich finde es gerade nicht. Ach, da. So. Jetzt brauchen wir erstmal wieder Holz. Holz, Holz, Holz. Holz, 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 Holz. Wie viel kriegen wir eigentlich für eine Münze an Holz? 5 Holz für eine Münze. Komm, ich kaufe jetzt einfach mal ein bisschen davon. So. Jetzt liegt das da alles. So, ich habe ja irgendwas geschafft. Aber was denn nur? Nischt. Ich mache jetzt mal so einen Schwimmkörper hier, weil ich es kann. Ja, genau, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Und das. Perfekt. Machen wir noch einen Schwimmkörper, damit ich nicht noch mehr mal craften muss. Aber hiervon können wir noch mal ein bisschen was machen. So, wo haben wir sie denn jetzt nochmal? Jetzt habe ich sie wieder verlegt hier, die. Da. Eine immerhin. Naja, gut. Ach ja, die craften hier schön fleißig. Buch des Fischers. Haben wir aber schon. So, dann baue ich hier nochmal weiter. Da. Bis in den Gang rein. Oh, ich sehe gerade, hier ist richtig viel Eisen. Dann bauen wir uns auch nochmal hin. Haben wir sonst nichts anderes zu tun. Ich habe gerade Wasser gehört. Ist jetzt hier, ist hier runter Wasser geflossen? Nee. Sieht bloß so komisch angehört, okay. Los, meine Zwerge. Achso, ihr sammelt jetzt die ganze Zeit das Holz da ein. Alter, diese Nahkämpfer, die sind so schlecht. Guck mal, der ist einfach mal schon fast tot. Ja gut, aber er geht ja schlafen, also alles gut. Wie er erstmal ein paar Mal hintereinander übel schnell zuschlagen wollte. Mal was zu futtern drauflegen. Das ist so gut, dass die hier einfach mal hier graben. dann muss man das nicht selbst machen. Richtig gut. Oh ja, gut, das baut er ja schon ab. Dann kann man den Rest nämlich abbauen. Bisschen Zeit sparen.
Und jetzt, oh Mann, dieses arme Vieh. Bam, bam, bam von allen Seiten. Berechne Route, berechne Route, berechne Route. Oh Mann, anstatt die mal das machen, sagen wir so, dass die einfach instant laufen und während des Laufens berechnen, aber nein, gibt's nicht. Zuerst die Route berechnen und dann laufen. Oh, der eine Zweck, der schläft immer noch da oben. Silber. Okay. Das ist nur Silber? Das ist nur Silber, okay. Und dann ist Gold wahrscheinlich das Höchste, oder was? Hm. Naja, wir werden auf jeden Fall bald mal wieder die Gottheit sehen, im Grunde genommen. Mal sehen, was er denn dieses Mal, ja, verändert. Also Sand können wir uns jederzeit craften. Mit der Gottheit. Naja, aber ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!